Hallo, schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen nochmal in meinem kostenlosen Online-Gitarrenkurs, der es mittlerweile geschafft hat, über 10 Millionen Menschen weltweit das Gitarrespielen beizubringen. Ich finde es ganz cool und wenn du sagst, ja super, diese Online-Gitarre-Lernbewegung ist eine ganz tolle Sache, dann gib dem Video einen Daumen hoch und teile es mit deinen Freunden auf Facebook und überall, wo du online dich bewegst, weil dieses Video klärt eines der größten Probleme der Anfänger mit der Gitarre auf. Heute lernst du nämlich die richtige Haltung auf der Gitarre und welche Haltungsfehler du machen kannst und wie du sie vermeidest. Weil es echt wichtig ist, das Thema Haltung, habe ich hier auch ein Lerndokument erstellt, was ich dir per E-Mail heute eigentlich schon zugeschickt habe, wenn du im Online-Gitarrenkurs dabei bist. Dieses Video und das Dokument gehören sozusagen zusammen, damit du keine Haltungsfehler machst und auch keine teuren Gitarrenstunden buchen musst, nur um deine Haltung mal einmal richtig zu lernen, okay? Also, viel Spaß mit der ersten Lektion und wenn du sagst, Online-Gitarre lernen funktioniert, dann gib dem Video einen Daumen hoch und teile auf der ganzen Welt die erste Lektion, damit alle Anfänger das richtig machen können. Als Anfänger spielst du deine Gitarre am besten immer im Sitzen. Such dir einfach einen Hocker oder einen Stuhl ohne Lehnen und ohne Drehfunktion, ja? Also einen ganz normalen, einfachen Holzstuhl aus der Küche und setz dich auf diesen drauf, sodass deine Beine einen 90-Grad-Winkel bilden können. Das ist sehr wichtig, damit dein Oberschenkel hier eine gerade Fläche ergibt und du deine Gitarre gemütlich draufsetzen kannst. Und unbedingt darauf achten, dass du so auch ein bisschen Bewegungsfreiraum links und rechts nach vorne hast, damit du dich nicht einschränken musst und damit du nicht irgendwie notgedrungen Haltungsfehler sich einprägen würden. Im Sitzen kommen für dich zwei Haltungen in Frage. Einmal die klassische Konzerthaltung mit Fußbank und ein bisschen höher gestellt oder die bequeme Spielerhaltung. Wir arbeiten online hier mit der bequemen Spielerhaltung, weil sie am einfachsten für dich zu Hause zum Nachmachen ist und am wenigsten Fehler sich einschleichen können. Okay, achte darauf, dass dein Oberschenkel schön gerade nach vorne geht und dein Bein einen 90-Grad-Winkel ergibt, sodass du deine Gitarre nachher hier bequem draufsetzen kannst. Würdest du dein Bein nach hinten versetzen, würde es passieren, dass deine Gitarre nach unten rutscht und du musst sie immer wieder hochziehen und hast nachher echt große Probleme, die Haltung der Gitarre korrekt zu machen. Deswegen, also hier schon mal ganze Arbeit leisten. Wenn du das hier richtig machst, dann hast du nachher weniger Probleme im Nachgang mit allem anderen. Außerdem achte ich immer darauf, dass der Rücken schön gerade ist. Das ist ganz wichtig, damit du nicht irgendwelche Schmerzen kriegst. Und vor allen Dingen als Einsteiger neigt man ja dazu, immer hier ein bisschen zu gucken, was man auf der linken und rechten Hand so alles tut. Dann guckt man, wie der Rücken jetzt aussieht. Also sieht nicht besonders gut aus. Und das kannst du natürlich auch hier im Video schon sehen, auch ohne Lehrer. Ja, das siehst du schon als Einsteiger, dass das keine optimale Haltung ist. Ja, und ein Gitarrenlehrer würde jetzt sagen, okay, mach dich ein bisschen gerader und so. Und so funktioniert das eben hier. Also hier gerade sitzen, lockere Schultern runterhängen lassen und deine Gitarre hier auf dem rechten Oberschenkel ablegen. Dann kommen wir hier mit dem Ellenbogen des rechten Arms, mit dem Oberarm, den legen wir hier auf die Zarge ab. Ja, was das ist, das habe ich dir schon mal erklärt im Kurs. Und dann legen wir unseren Oberarm hier schön oben auf die Zarge ab, auf die Rundung, auf den höchsten Punkt deiner Gitarre an dieser Stelle. Und das darf so sein, dass quasi dein Ellenbogen hier hinten auf Höhe der Decke nach hinten weg zeigt. Dass wir hier eben mit unserem Handgelenk frei in der Bewegung sind und die Handfläche ungefähr auf der Höhe vom Schallloch sich befinden kann. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass du eine zu kleine oder zu große Gitarre am Start hast. Deswegen ist es wichtig, dass man sich da die richtige Gitarre ausgesucht hat. Nun gucken wir nochmal, dass der Gitarrenhals auch wirklich waagrecht ist und nicht etwa die Kopfplatte nach unten zeigt oder nach oben zeigt, weil in beiden Fällen hätten wir Probleme beim Spielen und es würde zu großen Haltungsfehlern kommen. Und ja, es gibt tatsächlich wie Johnny Cash, ich weiß nicht, die alten Videos, wenn du sie mal gesehen hast, der lässt seine Gitarre hier ganz weit oben hängen und den Hals nach unten und hat ein riesengroßes Haltungsproblem. Ja, aber du kannst auf jeden Fall besser machen als Einsteiger, schon mal die Haltung schon mal besser machen als die Stars. So, kommen wir jetzt zur linken Hand. Hier achte ich darauf, dass der Ellenbogen locker unterhalb der Schulter sich befindet und nicht etwa nach außen gestreckt oder nach innen zum Bauch hin zeigt. Und obwohl das komisch aussieht, ich habe das schon 100.000 Mal gesehen, dass Leute sich so an ihre Gitarre setzen. Ja? Und also hier wirklich aufpassen, gerade beim Üben von zu schwierigen Stücken, was viele Einsteiger machen.
schleicht sich mal eine schlechte Haltung ein und dann erstmal geht die Atmung flöten und ja, die Finger vorne machen auch, was sie wollen. Das ist nicht Sinn der Sache. Also, Oberarm und Unterarm bilden hier in etwa einen 90-Grad-Winkel und der Unterarm wird gerade nach vorne geführt und das Handgelenk vom linken Arm ist nicht so angewinkelt und auch nicht so überstreckt. Das ist echt wichtig, weil auch das ist wieder so ein typischer Einsteigerfehler. Wenn du das bei dir siehst, ja, oder bei jemandem anderen siehst, dann kannst du schon mal gleich sagen, okay, das ist hier nicht richtig, weil du hast hier vorne keine Bewegungsfreiheit mehr, wenn du hinten mit dem Handballen dich hinten abstützt. Also richtigerweise mit dem Daumen hinten am Hals abstützen, je nach Gitarrengriff, den du gerade lernst. Bei manchen Griffen ist es eben dieses und bei anderen Griffen ist es sogar so, dass wir hier diese Rundung von unserer, die Handkante zwischen Daumen und Zeigefinger hier geschmeidig hinten am Hals anlehnen, okay? Das ist eine, dafür ist der Hals auch schon so geformt vom Gitarrenbauer, dass wir das machen können. Also das ist genau richtig. Und da aber wieder darauf achten, dass das Handgelenk an sich gerade ist und weder durchgestreckt noch gekrümmt ist in irgendeiner Form. Du wirst vielleicht lachen jetzt, wenn du das Video nur anguckst und selber nicht nachmachst, dann denkst du, ja, so hält das doch keiner. Aber tatsächlich ist es so, man tut wirklich alles, um seine Finger hier zu platzieren, wie es der Lehrer sagt, okay? Und wenn wir das hier machen und es funktioniert bei dir auf Anhieb nicht, dann kann das schon mal passieren, dass man irgendwie sich verkrampft. Die Haltung steht über allem. Wenn du bei der was falsch machst, dann hast du in der Zukunft Probleme und du kriegst verschiedene Sachen überhaupt gar nicht erst hin. Das heißt, wenn du hier vorne mit den Fingern irgendwas nicht hinbekommst, nicht die Haltung dafür aufopfern, ja, sondern die Finger beweglicher machen mit Fingerübungskursen und mit Training, dass die Finger wirklich beweglich und kräftig werden. Viele haben viel zu schwache Finger, weil wir sie im Alltag nicht brauchen von der Muskelkraft her. Also zurück zur Haltung. Hier gerade die Finger, der Daumen darf ruhig nach oben zeigen, wenn du große Hände hast. Und die Finger dürfen, soweit es geht, von vorne drauf gehen. Und zwar das letzte Glied des Fingers. Das ist dieser Abschnitt. Hier ist das letzte Fingergelenk und da ist die Fingerkuppe. Das letzte Glied des Fingers mit der Fingerkuppe zeigt direkt gerade von vorne auf die Saiten drauf. Das ist also richtig. Wenn du einen C-Dur-Griff einmal so nachbaust, dann kannst du einmal einen richtigen C-Dur in der richtigen Haltung lernen. So, und da merkst du schon, ne? Der Mittelfinger geht sehr gut von vorne drauf auf die Saite und greift hier schön mit der Mitte von der Fingerkuppe schön die Saite, drückt sie hier runter. Ich greife immer hier hinterm Bundstäbchen, damit ich weniger Krafteinsatz brauche. Und jetzt sind die anderen Finger, der ist ein bisschen zu schräg, ist aber nicht so schlimm. Schlimm wäre es, wenn er hier mit der Saite so drauf gehen würde. Das siehst du schon, das ist übertrieben, tut auch nachher in den Fingern weh. Und wir kriegen hier seitlich auch keine Kraft, keinen Druck mehr drauf. Also hier von vorne wäre es immer am besten. So wäre es quasi 100% optimal, wenn die Finger immer von vorne drauf gehen, auf die Seite und dicht hinterm Bundstäbchen bleiben. Das kriegen wir je nach Griff aber nicht immer hin. Ja, also hier ist der Mittelfinger perfekt, der Ringfinger so lala und der Zeigefinger okay. Und dieses okay reicht aber schon, wenn wir einmal gucken. Klingt gut, ja, nicht schnarrt und alles klappt, dann sind wir wunderbar mit unserem Griff am Start. Und je nach Gitarrengriff arbeitet sich der Daumen vor allen Dingen immer hinten in so einer Stützhaltung, in so einer Stützfunktion. Wenn wir jetzt hier ein C-Dur greifen, sieht der Daumen hinten ein bisschen anders aus. Bei einem F-Dur zum Beispiel sieht die Daumenhaltung hinten nochmal ganz anders aus. Aber was wir immer haben, ist den Daumen in einer leicht gewinkelten Position. Wir strecken den Daumen nie aus, sondern haben immer ein leicht gewinkeltes Fingergelenk. Und das ist eine wichtige Sache, weil wir so am meisten Bewegungsfreiraum haben. So, und das, was ich hier zum Daumen gesagt habe, gilt genauso für die Finger der linken Hand beim Greifen. Wir wollen immer unsere Fingergelenke angewinkelt haben. Leicht angewinkelt, stark angewinkelt, je nachdem. Es ist, also hängt immer vom Akkord ab. Aber wir wollen sie niemals gestreckt haben. Ein gestreckter Finger ist steif und lässt sich nicht mehr richtig bewegen. Und
Ein angewinkelter Finger lässt sich in alle Richtungen bewegen und hat vor allen Dingen auch die nötige Kraft. Also, sobald sich irgendwas, außer natürlich beim Barré, da wollen wir einen steifen, geraden, gestreckten Finger haben, aber in allen anderen Fällen, wenn die Finger sich irgendwie überstrecken, egal bei welchem Akkord, auch wenn der D-Dur zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich spiele den D-Dur immer so und er klingt sogar gut, mache ich da trotzdem was falsch? Ja, weil du gewöhnst dir hier was an, was nicht so toll ist, okay? Und deswegen hier die Finger anwinkeln, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Auf der Gitarre dreht sich alles darum, Bewegungsfreiraum zu haben. Und das ist auch der Grund, warum ich hier hinten nicht mit dem Handballen drücke, weil ich meine Finger auf diesem Wege nicht mehr weit auseinander kriege. Wenn ich hinten so greife, kann ich so ganz viele Fingerbruchakkorde lernen und habe damit keine Probleme. Aber so, ja, funktioniert es gar nicht. Also Ziel von der richtigen Haltung ist, maximale Bewegungsfreiheit zu haben mit minimalem Krafteinsatz und minimalem Bewegungsaufwand. Wir wollen nicht beim Spielen immer solche Sachen machen, ne? Dass die Finger weit wegziehen, sondern immer möglichst dicht auf den Saiten vor und über den Saiten schweben. Und das kriegen wir hin mit einer richtig guten Haltung. Wenn du deine Gitarre jetzt genau so wie ich hier im Video halte, ja, dann wirst du feststellen, dass du gar nicht genau sehen kannst, was du mit der linken und mit der rechten Hand da spielst, weil deine Augen hinter den Saiten und hinter dem Hals sind. Und da kommt der erste Anfängerfehler ins Spiel, weil ganz viele dann anfangen, hier vorzugucken. Ja, und du siehst schon, wie merkwürdig das aussieht. Also vorzustrecken und zu gucken, wie greife ich denn hier mit meinen Fingern die Akkorde. Ich sehe zwar, was ich tue, aber meine Haltung, ja, sieht so aus, überhaupt nicht gut. Und insgesamt ist auch mein Rücken jetzt verkrampft, Schultern sind verspannt und so weiter. Das heißt, ja, du musst lernen, auf lange Sicht die Töne sozusagen ertasten zu können, dass du quasi blind spielst. Das macht also nichts, mal kurz rüber zu gucken. Aber nicht so oft, wenn du feststellst, ja, du kannst sehen, was du spielst, dann wieder zurückgehen mit der Haltung, geraden Rücken machen und so weiter. Und vor allen Dingen darauf achten, dass deine Gitarre niemals diese Haltung annimmt. Also nicht so, weil da hast du nachher hier mit der linken Hand Probleme und neigt natürlich auch wieder dazu, dass man den Rücken zu sehr krümmt, das Ganze. Also die Gitarre in ihrer Achse selber natürlich auch aufrecht auf die Oberschenkel ablegen. Deswegen hat sie hier eben auch eine Fläche, damit sie hier nicht runterrutscht. Okay, so viel zur richtigen Haltung, wie du sie zu Hause nachmachen kannst und auch richtig lernen kannst. Es gibt verschiedene Haltungsvarianten. Wenn du willst, können wir die alle nochmal in dem Video zeigen. Dann gib im Video einen Daumen hoch und schreib es mir unter dem Video, dass du das haben willst. Okay, wenn du trotz dieser sehr ausführlichen Anleitung immer noch ein paar Fragen haben solltest, komm einfach auf meine Facebook-Seite auf facebook.com/Gitarre lernen. Das ist die Seite zu diesem Video und zu dem Kurs hier, damit wir die Fragen alle klären können. Da kannst du das einfach schreiben und andere können dir antworten und wir sehen alle, ja, was es Neues gibt zum Thema Gitarre lernen. Das ist eine ganz, ganz gute Sache. Also, Gitarre lernen findet heutzutage nicht nur hier auf dem Instrument statt, sondern auch auf Facebook, ja, und hier auf YouTube und in meinem Online-Gitarrenkurs. Deswegen bin ich für dich da, dein Georg Norberg. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und wir sehen uns. Tschüss.